Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal 2. Ja, letztes Mal haben wir den Untergrundteil endlich hier abgeschlossen, hier hinten. Und jetzt dürfen wir endlich wieder zu den Aperture Laboratories gehen. Endlich. Und jetzt geht's mal hoch. Okay. Neues Bild auf jeden Fall. Das dürfte jetzt Beginn von Kapitel 8 sein. Und dann werden wir merken, dass bald das Ende ist. Die Unruhe, ja. Es gibt 9, habe ich gesehen, 9 Kapitel. Wir sind bei Teil 8. Das heißt, in den nächsten 3, 4 Wochen. Also 4, 5, vielleicht 6 Parts noch. Würde ich ungefähr schätzen. Also ab hier rein. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Da ist unser alter Kumpel. Ja. Heißer, heißer, kochend heiß, okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Okay. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mopsen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Alles klar, wo lang? Hallo? Ich glaube, ich muss da lang. Okay, alles klar. Dachte schon. So. Gehen wir mal hier rein. Hätte ich gesagt. So. Und weiter geht's. Hier hinten. Okay. Da sind wir nun. Okay. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Okay. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in. Das habe ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktorkerntechnik. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los okay. Geht's. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Schön für dich. Ganz okay, ehrlich. Du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns. Kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Test. Sehr tödlich. Extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Scheint nicht gerade so schwer zu sein. Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay. Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Doppelt hält besser. Mein Paradoxonplan geht nicht auf. Und es hat mich verraten.
Ja, stimmt. Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass diese liebe Kartoffel mit mir gesprochen hat die ganze Zeit. Und Wheatley Laboratories, aha. Okay. Ich habe nicht bekommen. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Oh. Ah, ich weiß schon wieder. Was haben wir hier drüben? Okay, so geht das dann. Haha. Ganz gechillt, ganz einfach. So. So. Diese armen Dinger, ne? Gar ein bisschen Mitleid. Okay, ich muss da runter. So. Hallo, ich sehe dich. Ah, hier oben war das. Gut. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Ja, klar. Klar doch. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Toll. Schatz. Kartoffelschatz. Naja. Wheatley Laboratories. Diesen Test habe ich selbst entworfen. 2 von 19, ach leck zusammengesetzt mich doch. aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Oh, Hab sie fuck. zusammengeschustert, es gibt Kasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ich komme gleich wieder, so. Ich spring mal da runter, vorsichtshalber. Ah, da steht auf einmal doch Aperture Laboratories. Oh, jetzt nicht Aus mehr. kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Kasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ja, nur wohin? Da oben. Okay, ich muss da oben hin. Alles klar. Wie lösen wir das Problem? Vorerst mal so. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Oh fuck, ich Idiot. So, hier lang. Und dann holen wir das uns hier hin. Sehr nice. Und bam. Oh ja, yeah. Gut gemacht. Kein Problem. Was? Nein, was kommt die Tja, Schadenfreude ist halt die beste Freude, ne? So. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Tests
Okay. 3 von 19. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Okay. Oh oh. Alter. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nom 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 nom. Schau mich nicht so an. Gute Frage, nächste Frage. Ach ja, erstmal hier hoch, ne? Quasi. Ach komm, ich geh mal so hoch. So, dann. Machen wir das dahin. Das dahin. Doch nicht. Oh fuck. Das war nicht gut. Boah. Was mache ich denn für einen Blödsinn immer? Naja. Naja. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Ja, ja, ja. Ich ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Ja, dann geht's halt nochmal los. Gar nicht, oder? Ich muss mich hier nochmal neu orientieren. Ah, doch, das geht sich hier aus. Sehr schön. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, aber das geht sich hier aus. Nice. Nein. Was bin ich für ein Idiot? So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt hoffe ich, dass es wieder alles klappt. Diesmal und ich nicht so dämlich bin und da einfach runterspringe. So. Das heißt, ich habe das hier gehabt. Und dann müsste es ungefähr so gewesen sein, oder?
Nicht wirklich. Auch nicht. Shit. Wie zum Teufel kann ich das fangen nochmal? Das ist hier, ne? Wenn schon, dann schon so. Jawohl. Oh ja. Dafür ist das hier also. Hallo. Ach ja, es geht so nicht. Was ist das denn? Ich habe eine Idee. Nicht nochmal. Doch. Naja, zumindest halbwegs schon mal was geschafft. Okay. Dann wissen wir, wie es weitergeht. Zwar so. Dann nehmen wir das heraus wieder. Ah, der darf nicht abhauen. Deswegen mache ich den so, sonst springt er gerade runter. Hallo, ihr beide. So. Ja. Oder weil so komme ich hier nicht zurück. Oh Gott, sei Dank. So. Hier könnt ihr rennen, wie ihr wollt. So. Dann. Bam. Bam. Dann. Oh. Oh. Ich kann das hier eh kurz ablegen, stimmt. Hi. Oh, nun geht's los. So. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Warum ist es auf einmal so schnell? Egal. Naja, mal schauen. Wheatley, Wheatley, Wheatley. Mach das bitte gern. So. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem... Ich will das ja nicht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. So, dann haben wir den mal ausgenockt. Und wieder noch immer hochschießt, ja. Unglaublich. So. Das ist ja wenigstens mal erledigt. Nein, nein, böse. Oh.
heißt, ich kann den jetzt hier hin machen, dass der hier hergeht und dann ist schon alles klar. So, nee, du musst dich anders hinleben. Und zwar. So. Okay. Das heißt, ich muss jetzt da drauf stehen. Ich muss erstmal darüber. Nur wie lasse ich das hier stehen? Quasi. So, bald bist du doch quasi stehen, ne? Yep, dann. Na komm. Nein, falsch, falsch, fuck. Ach nee, nein. Festplatte überladen gerade. Nochmal. Ich hab gefailt. Ach Gottchen. Nochmal der Ladescreen, der schöne. Naja. Okay. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Die Köchin, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem. Ich will das ja nicht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollwaisen. Schwachkopf, sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon, mach einfach den Test. Gerne. So, wie habe ich das geschafft? Nochmal. Und jetzt Invert, okay. Bis es da oben ist, dann umdrehen, genau. Nur wie bekomme ich das dann? Oh, 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 oh. Nur wie bekomme ich das dann von dieser Seite hier weg? Das wird mich ganz stark interessieren, wenn ich ehrlich bin. Nur, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Fragen über Fragen. Nein, 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 nein. Ach, fuck. Komm her wieder. Okay, dann lassen wir es halt mal so auf uns wirken. Ach, fuck. Ich will da hoch. Oh, Genie, 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 Genie. Genie, Genie. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber nicht einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopf-Methode
Tja. Möglich. So, ich glaube, ich habe wieder genügend gemacht für diese Aufnahme. Oh Gott, das kann nicht gut sein. Wir sehen uns nächste Woche, nächstes Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.